Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und wenn du den Kanal vielleicht schon kennst, dann wirst du dich jetzt fragen, neue Umgebung? Ja, tatsächlich bin ich umgezogen mit meinem Büro bzw. mit meinem Studio und ich hoffe, es gefällt dir genauso wie vorher. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern es geht mal wieder um das Programm Luminar 2018. Ich habe dazu ja ein erstes Video gemacht und habe einfach mal so um eure Meinung gefragt, sollen dazu weitere Videos kommen? Und das Feedback war wirklich umwerfend. Also es kamen so viele Kommentare rein, dass ich weitere Videos machen soll und euer Wunsch ist mein Befehl und von daher geht das heute los mit einer neuen Serie zum Thema Luminar 2018 und heute geht es ganz besonders um das Thema Filter in Luminar. Viel Spaß! Ich habe Luminar 2018 hier geöffnet, mal wieder mit einem Bild aus Dubai. Du merkst schon, Dubai ist einer meiner Lieblingsstädte, das ist auch tatsächlich so. Und ich möchte dir anhand dieses Bildes jetzt heute einfach mal die Filter etwas näher bringen. Wenn du Luminar 2018 noch nicht hast, du kannst dir eine kostenlose Testversion runterladen. Dazu gibt es unten einen Link, das ist ein Affiliate-Link. Mach das einfach darüber. Dadurch wirst du den Kanal hier so ein bisschen unterstützen, auch finanziell gesehen. Also das wäre für mich eine super Sache. Dich kostet es nichts. Und falls du dich dazu entschließen solltest, die Kaufversion dir wirklich zu erwerben, dann gibt es unten auch in der Videobeschreibung nochmal einen Promocode. Da kannst du dann auch nochmal $10 sparen. Und den solltest du auf jeden Fall dafür nutzen. Und ja, du kriegst das Ganze ein bisschen günstiger. Ich krieg dafür auch ein bisschen Geld von der Firma. Und damit ist, denke ich mal, beiden Seiten geholfen. Und ich kann den Kanal hier so ein bisschen finanzieren. So, lass uns über das Thema Filter sprechen. Wenn es um das Thema Filter in Luminar geht, dann sprechen wir, wenn du jetzt vielleicht vorher ein Lightroom-Nutzer warst oder auch immer noch Lightroom-Nutzer bist. Das Tolle an diesem Programm ist ja, dass man das Ganze auch als Plugin nutzen kann für Lightroom. Ja, also du musst es nicht als alleiniges Programm nutzen, sondern du kannst auch zum Beispiel sagen, du möchtest die RAW-Entwicklung mit Lightroom machen und dann vielleicht später noch eine gewisse Bearbeitung weiter mit Luminar machen. Auch das ist möglich. Und von daher, wenn wir jetzt über Filter sprechen, dann ist das vergleichbar mit den Paletten in Lightroom. Also ich habe ja da diese Grundeinstellungspalette, ich habe die Effektenpalette und so weiter und so fort. Und das wird hier einfach Filter genannt. Denn im Gegensatz zu Lightroom hat Luminar noch die Möglichkeit, zusätzlich mit Ebenen zu arbeiten. Und deswegen hat man das so, ja, so ein bisschen getrennt von den Wörtern her einfach. Und aber im Endeffekt ist es genau dasselbe wie die Paletten in Lightroom. Nur, dass es in Luminar eine ganze Menge mehr von diesen Paletten bzw. Filtern gibt. Wenn wir jetzt hier ein Bild geöffnet haben in Luminar, dann haben wir hier auf der rechten Seite unsere Übersicht, wo dann die Filter angezeigt werden und später auch die Ebenen. Hier drüber haben wir das Histogramm, also das ist ein ähnlicher Aufbau wie auch bei Lightroom. Ja, ich kann jetzt hier auch diese Leiste rechts einmal ausblenden mit Klick auf diesen Button hier oben. Da kann ich die Filterpalette hier einmal komplett ein- und ausblenden. Ich habe hier daneben auch noch die Möglichkeit, mir hier unten Presets anzeigen zu lassen. Ja, also das sind dann quasi voreingestellte Benutzervorgaben, wie auch ähnlich in Lightroom kann man alles machen, kann man sich selber erstellen und dann einfach so eine kleine Vorlage schon haben. Da kann man einfach mal durchklicken dann, um schon so eine gewisse Bearbeitung einfach im Bild zu sehen, wie es aussehen könnte. Interessiert mich jetzt an der Stelle nicht. Mir geht es heute hier um die Filter und im ersten Schritt muss ich jetzt hier mir erstmal Filter hinzufügen. Das bedeutet, es gibt nicht wie in Lightroom, dass diese Paletten alle ja quasi geöffnet sind und ich muss nur an den Filtern hin und oder an den Reglern hin und her drehen, sondern ich habe die Möglichkeit, hier jeden einzelnen Filter hinzuzufügen. Ja, und das mache ich jetzt hier einfach über diesen blauen Button, Filter hinzufügen, und dann habe ich hier die ganzen Filter zur Auswahl. Ich kann hier oben nach Filtern suchen. Ich kann hier auch auf die einzelnen Filter mir Sterne vergeben. Das bedeutet, ich mache diese Filter zu Favoriten. Wenn ich sie häufig benutze, ist das schon von Vorteil, wenn man da einfach Favoriten vergibt. Ich würde jetzt hier zum Beispiel einfach mal die RAW-Entwicklung als Favorit nehmen. Ja? Da würde ich jetzt hier einfach mal einen Stern dran machen und dann ist es hier ein Favorit. Und das ist im Endeffekt das Gleiche wie die Grundeinstellungspalette in Lightroom. Also hier kann ich wirklich meine normalen RAW-Einstellungen vornehmen. Ich habe jetzt hier auch dieses Symbol hier aktiviert. Das ist das Informationssymbol und das bewirkt, dass ich, wenn ich jetzt hier über den einzelnen Filter rübergehe, du siehst es hier immer auch schon auf der linken Seite, dass dann noch so eine kleine Beschreibung kommt, was dieser Filter eigentlich macht. Also gerade am Anfang, wenn du neu bist in Luminar, ist es vielleicht von Vorteil, weil man dann einfach genau weiß, wo, auf welchen Filter man eigentlich klicken muss. Ich klicke jetzt hier mal auf die RAW-Entwicklung und dann siehst du jetzt hier, dass dieser Filter auf der rechten Seite hier hinzugefügt wurde. Hier steht jetzt RAW-Entwicklung. Du musst jetzt darauf achten, ich habe jetzt hier ein RAW-Bild geöffnet in Luminar. Wenn du einen JPEG öffnest zum Beispiel, dann steht da halt nicht RAW-Entwicklung, sondern es steht einfach nur noch Entwicklung da. Aber
das ist einfach nur, damit du weißt, das ist ein RAW-Bild, das ist kein RAW-Bild. Und dann natürlich wird das Ganze auch so ein bisschen anders verarbeitet. Also wenn ich ein RAW-Bild öffne, habe ich wesentlich mehr Möglichkeiten, hier noch mit meinen Details zu arbeiten. Ich werde jetzt diesen Filterkatalog hier erstmal wieder schließen. Und dann hier kann ich meine RAW-Entwicklung genauso eigentlich wie in Lightroom auch vornehmen. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel die Schatten aufhellen. Ja, das ist natürlich viel zu doll hier. Ich werde die Schatten maximal mal so auf plus 20 stellen. Ich kann die Glanzlichter ein bisschen runtersetzen. Dann könnte ich hier meine Weißtöne zum Beispiel nach oben ziehen, damit ich einfach noch ein bisschen mehr Kontrast drin habe. Mit gedrückter Alt-Taste, das funktioniert also genauso wie in Lightroom auch, mit gedrückter Alt-Taste kann ich hier sehen, welche Stellen wirklich schon zu 100% ausgebrannt sind. Und das Gleiche kann ich hier auch mit den Schwarzwerten noch machen. Also wenn ich hier bei die Alt-Taste drücke, dann kann ich das Ganze hier so weit nach links ziehen, bis dann hier irgendwann das Ganze in den Pixeln erscheint. Die Schwarzwerte kann ich hier also relativ weit runterziehen. Ja, muss man jetzt überlegen, ob man es so weit möchte oder vielleicht das Ganze wieder so ein bisschen zurücknimmt. Denken wir hier so ungefähr minus 40 ist schon vollkommen ausreichend. Ein absolut großer Vorteil bei diesen Filtern ist jetzt, dass ich zum Beispiel noch einen Mischmodus einstellen kann. Und das kennt man ja eigentlich so nur aus Photoshop mit Ebenen. Aber das kann ich jetzt hier auch wirklich tatsächlich bei einzelnen Filtern machen. Und dafür kann ich jetzt hier mal auf diesen kleinen Pfeil hier neben der RAW-Entwicklung klicken. Und jetzt kann ich hier sagen Blenden. Und dann siehst du hier diese ganzen Mischmethoden, die man anwenden kann hier auf dieses Bild. Ob das nun jetzt bei einer RAW-Entwicklung so wirklich Sinn macht, das sei mal dahingestellt. Ich denke mal eher nicht. Aber ich denke mal, du siehst, wo man damit hinkommen kann. Also ich kann wirklich einzelnen Filtern die Möglichkeit geben, das Ganze zu verblenden. Und das ist eine richtig coole Sache. Das wird später in anderen Workflows, die wir dann in Luminar nochmal machen, in extra Videos, eine größere Rolle spielen. Aber nur, dass du es jetzt schon mal weißt, das ist tatsächlich machbar. So, ich werde jetzt hier mal noch einen weiteren Filter hinzufügen. Und zwar werde ich jetzt hier zum Beispiel mal runtergehen und ich werde jetzt hier zum Beispiel mal noch das ganze Bild schärfen. Ja, ich klicke jetzt hier einfach mal auf diesen Filter schärfen. Dazu muss man jetzt aber auch mal sagen, dass es mehrere Filter in Luminar gibt, mit denen man ein Bild schärfen kann. Also da gibt es zum einen den normalen Schärfenfilter, dann gibt es aber auch zum anderen zum Beispiel hier Detailverbesserung oder ich kann aber auch sagen, ich möchte hier Struktur anwenden und all das dient dazu, das Bild so ein bisschen visuell schärfer zu gestalten. Also du musst einfach wissen, in Luminar gibt es sehr viele Filter, die teilweise auch gleiche Regler haben und die ähnlich arbeiten. Ja, und da muss man einfach mal gucken, welcher Filter dann einem wirklich am besten liegt. Ich werde jetzt das Ganze hier mal wieder rausnehmen. Das heißt, mit einem Rechtsklick hier drauf kann ich das Ganze wieder löschen. Ich werde jetzt hier auch mal das Schärfen löschen, denn ich glaube, ich werde jetzt hier mal mit dem Detailverbesserungsfilter mein Bild schärfen. Ja, und da kann ich jetzt hier wirklich die Einzelheiten nehmen. Das heißt, ich kann eine kleine Schärfung vornehmen. Ich kann hier aber auch die großen Details herausbringen. Ja, das werden wir einfach mal ein bisschen weniger machen und auch die mittleren Details, die kann ich hier noch ein bisschen weiter hervorbringen. Ich kann das Ganze hier auch maskieren, beziehungsweise kann ich hier auch das Ganze noch etwas schützen. Und das werde ich auch tun mit ungefähr einem Wert von 20. So, aber die Möglichkeit ist jetzt einfach da, dieses Bild zu schärfen und zwar auf verschiedene Art und Weise. Und jetzt möchte ich dir noch eine weitere coole Sache zeigen. Ich habe ja eben schon hier bei diesem Filter gezeigt, dass man das Ganze verblenden kann. Eine weitere Möglichkeit, die wir hier aber noch haben, ist das Ganze zu maskieren. Das bedeutet, ich kann jetzt hier auf diesen Pinsel klicken und das geht auch nicht nur mit einem Pinsel, sondern ich kann hier erstens mal einen Pinsel nehmen, ich kann einen Radialfilter nehmen oder einen Verlauf, einen linearen Verlauf. Und das kennt man ja auch aus Lightroom wieder, nur dass es da quasi als Werkzeug dient. Und hier habe ich die Möglichkeit tatsächlich jetzt diesen Filter, das, was ich jetzt hier angewendet habe, also die Schärfe, nur in bestimmte Bereiche einzumalen. Und das mache ich jetzt hier einfach mal mit dem Pinsel. Ich habe jetzt hier oben auch noch die Möglichkeit, verschiedene Sachen einzustellen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auf Malen klicken. Das bedeutet, ich male dann diesen Filter in das Bild rein. Ich kann ihn aber auch rausnehmen. Ja, also im Moment wird er zu 100% angewendet. Wenn ich jetzt hier anfange zu malen, dann wird er tatsächlich nur an den Stellen angewendet, wo ich jetzt hier rüber male. Und das ist jetzt hier einfach mal nur die Skyline. Ja, also ich will jetzt diesen Filter wirklich mal hier nur auf die Skyline anwenden. Mal jetzt hier mal so ein bisschen drin rum. Und ich denke mal, so passt das Ganze schon. Ich kann jetzt mir hier auch anzeigen lassen, wo ich gemalt habe. Also das ist jetzt hier meine Maske. Und dann sehe ich jetzt hier, dass ich so ein paar Kleinigkeiten noch ausgelassen habe. Hier das Gebäude, das kann auch komplett geschärft werden. Hier geht es natürlich auch noch so ein bisschen weiter. Und hier die Hochhäuser, die können auch noch ein bisschen mehr davon abbekommen.
Ja, so sieht das Ganze schon ganz gut aus. Das heißt, ich habe jetzt hier wirklich auch nur einen bestimmten Bereich des Bildes geschärft. Ich kann das Ganze jetzt wieder rausnehmen. Und das bedeutet, ich muss diese Filter nicht immer global anwenden, sondern ich kann sie wirklich partiell anwenden. Und das ist eine richtig, richtig coole Sache. Lass uns noch einen weiteren Filter hinzufügen. Und ich klicke jetzt hier nochmal drauf und werde jetzt hier zum Beispiel mal die Klarheit noch hinzufügen. Ja, also Klarheit wird so ähnlich arbeiten wie auch in Lightroom. Und du siehst es jetzt hier schon, wenn ich die mal voll aufdrehe, dann sieht das Ganze wieder so ein bisschen komisch aus. Ähnlich wie in Lightroom werde ich dir auch jetzt wieder sagen, nutze die Klarheit aber nicht zu doll, dann sieht das ganze Bild einfach übertrieben aus. Der Zweck, warum ich das Ganze jetzt hier überhaupt zeige, ist der, dass es die Möglichkeit gibt, einen bestimmten Filter mehrmals anzuwenden und damit die Verstärkung noch mehr zu bringen. Also das heißt, ich kann jetzt diesen Filter Klarheit nicht nur einmal anwenden, sondern ich könnte ihn noch ein zweites Mal anwenden. Das heißt, dieser Regler, der eigentlich nur bis 100 geht, so wie es in Lightroom halt auch ist, den kann ich noch ein weiteres Mal anwenden, um den Regler quasi auf 200 zu stellen. Ja, das bedeutet, ich kann jetzt hier einfach wieder einen Rechtsklick drauf machen und dann einfach mal auf Duplizieren klicken. Und jetzt achte auf das Bild. Jetzt ist es noch krasser HDR-mäßig geworden und wir haben einfach diesen Klarheitsregler jetzt hier zweimal drin. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel sagen, den nehme ich jetzt hier so ein bisschen raus. Das heißt, insgesamt stelle ich jetzt quasi diesen Wert nicht auf 200, sondern auf 150. Du siehst also, ich habe hier eine ganze Menge Möglichkeiten mit diesen Filtern, wie ich damit arbeiten kann. Ich kann sie partiell nutzen, ich kann damit bestimmte Sachen blenden. Das heißt, ich kann die Mischmethode ändern und ich habe wirklich auch die Möglichkeit, mehrere Filter von der gleichen Sorte übereinander zu legen. Das ist eine richtig coole Sache, wie ich finde, und ein erheblicher Vorteil gegenüber Lightroom. Trotzdem ist es natürlich so, dass Lightroom auch seine Stärken hat. Wie siehst du das Ganze? Poste doch einfach mal unten deine Meinung in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn du Bock darauf hast, dieses Programm auch mal mit mir zusammen auszuprobieren, dann lad es dir einfach mal runter. Unten in der Videobeschreibung ist, wie gesagt, der entsprechende Link. Und wenn du es dir kaufen willst, dann auch der entsprechende Code dafür, damit du noch $10 sparst. Also, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Wenn dem so ist, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Falls du noch Fragen hast, einfach unten in die Kommentare damit. Und wenn diese Serie weitergehen soll, dann schreib es auch mal unten in die Kommentare, was du noch alles darüber sehen möchtest. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten deiner Bilder. Und natürlich guck auch mal in meinem Online-Store vorbei. Da gibt es jetzt nämlich demnächst ganz viele Workshops. Unter anderem in Berlin, in Dubai, in New York, in der Sächsischen Schweiz und so weiter und so fort. Also, bis dahin, ciao.